Und da sind wir wieder in Fallout. Ihr habt es vorhin ja schon gehört im Overwatch, dass ich krank war. Ich denke, man hört es auch nach wie vor noch, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist. Aber trotzdem, Fallout soll nicht ausfallen. Vor allem geht es eigentlich auch schon wieder. Also ist alles gut. Wir wollten noch einiges machen, das habe ich fast vergessen. Und zwar wollten wir die eine. Wir hatten hier jetzt ja keinen mehr, an dem wir richtig Waffen abdrücken können, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen lege ich jetzt zum Beispiel diese alte, das lange Rohr ab. Wir haben eine neue gefunden. Sowie das, was habe ich noch gesehen? Jagdgewehr 40 und hier unten haben wir noch ein Jagdgewehr 37. Das lege ich auch ab. So. Und dann benennen wir noch die Sniper um in langes Rohr. Das ist unsere aktuelle Sniper wieder. Beziehungsweise eigentlich müsste ich ja jetzt noch andere Namen nutzen. Ihr habt mir viele weitere Namen gegeben. Unter anderem auch für den Snipe, wie war es nochmal? Ich glaube, Free Haircut. Free Haircut sollte die Snipe genannt werden. Ich glaube, da nenne ich die jetzt Free Haircut. Die andere heißt der Langes Rohr. Achso, halt. Ich muss hier rein. So. Also. The Fru Hukut. Free Haircut. So, ist die jetzt schon umbenannt? Das funktioniert. Ah ja. Und ich soll. Ich soll. Ich kann vorne dran ein Minus machen. Dann würden die auch sofort auftauchen. Diese Sachen. Können wir eigentlich ein Sargstückler besser machen? Nee. Schade. Ja, wenn ich Minus vorne dran mache, dann tauchen die ganz vorne auf. Ach genau, ein Fatman haben wir auch noch dabei, stimmt. Kann man hier eigentlich noch was machen? Nein. Am Jagdgewehr. Kann man hier noch auf 44 gehen? Im schweren Verschluss. Wie sieht es mit unseren Ressourcen aus? Schrauben. Aha. Ich lasse es jetzt erstmal. Wir sind ja im Moment, glaube ich, noch ziemlich zufrieden. Beziehungsweise brauchen jetzt nicht zwingend irgendwie Pass auf stärkere dich Waffen. auf, Wow. Schätzchen. Aber Murphy, chill doch mal. So, den fällt mir noch weg. Zack. Ich glaube jetzt. Oh, krass, Mann. Wir sind immer noch ultra voll. Ich leg noch unseren Schotter ab. So. Das war's schon. Wir haben nichts abgelegt. Ich denke, es haben auch schon einige von euch geschrieben, dass wir sehr viele Hilfsmittel am Start haben. Zu viele wahrscheinlich. Achso, wir können ja noch geschwind das Essen ablegen hier. Ich habe jetzt hier leider kein Taschentuch, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich die Nase manchmal, ganz selten, hochziehen werde. Zack. Und die Limonade behalten wir mal noch. Wisst ihr diesen Scheiß, den man eigentlich nicht braucht? Hier so, genau, Gwyneth Stout. Und unten natürlich auch noch die ganzen, hier Wein, Whisky. Und ganz klar, hier Nuka-Cola. Ganz wichtig, die wiegen jeweils, ja, 1 Kilo. Halt, das war falsch. Nein. Nein, what the fuck? Jetzt. Ja, das war's, glaube ich. Ich möchte sowas wie Chips und so, dass ich die einfach ablege. So Nudelschale brauchen wir auch nicht. Das ist dann alles hier bei Hilfsmittel. Und da können wir auch von überall drauf zugreifen, sofern wir eben die Handelsrouten am Start haben. Ja, das werde ich mal so lassen. Okay, 218 ist ja schon mal nicht schlecht. Ihr wolltet wieder ein bisschen mehr Story haben und das machen wir jetzt auch. Wir gehen hier mal nach, ja, hier, ans Polizeipräsidium oder Revier Cambridge. Da wollten wir weitermachen, damit die Story ein bisschen vorangeht. Ich trinke mal eben einen Schluck. Oh ja, gleich ist ja auch Livestream. Und da werde ich wahrscheinlich trinken wie ein Tier. Das ist echt so der Ultra-Tipp. Wenn man erkältet ist, einfach ultra viel zu trinken. So, für Grey Garden haben wir auch noch eine Quest, die zu erledigen ist, aber da haben wir uns noch gar nicht dran gemacht. Ich lasse auch hier immer einfach alles liegen. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir erstmal ran. An die Gruguden. Ich meine, an die Polizeirevier. Und schauen wir mal, was es da so zu tun gibt. Ach ja, ihr meintet, ich soll für Kevin einen Hut finden. Beziehungsweise nicht einen Hut, aber ja, einen Helm. Ach shit, ich habe noch den Armeehelm dabei, gell? Den hätte ich eigentlich auch noch ablegen können. Oder jemandem geben. Naja. Später dann. So, speichern wir. Ich denke. Oh, Kevin! Direkt gucken Sie ja noch mehr. Alles klar, Gule. Sonst nichts, okay. Komm her, Gule. Peng, peng. Voll die Snipe-Pistole. Wow. Oh, hört ihr das?
Da wird ordentlich geschossen. Ich denke, das ist sicherlich das Polizeirevier. Der Einsatz, zu dem wir gerufen wurden. Oh. Oh, shit. Oh, ultra, okay, ultra viele, ultra viele. Oh, da oben auch noch. Was ist hier los? Okay, erstmal Füße weg. Ihr braucht keine Beine. Jawohl, sehr gut. Nein. Aber wisst ihr was? Jetzt kann ich ja mal eine Runde Jet nehmen oder so. Das ist ziemlich nice mit Jet. So, die Zeitlupe. Ja! Achso, ich muss es nicht teilen. Oh shit! Das ist ja geil. Wow! Okay, Jet ist ultra sick. Ich hab das, glaube ich, nie benutzt. Wirklich nie. Ich bin so voll der Horter, was sowas angeht. Ich horte einfach alles und denke mir immer, ja, für später ist es bestimmt mal wichtig. Chillt er da rum, Mario? Und dann benutze ich es aber nie. Was macht Buffjet? Ja, okay, Buffout macht er die Stärke hoch. Buffjet Zeit über für 15 Sekunden. Okay. Auch nicht schlecht. Müssen wir mehr herstellen. Das ist ja geil. Ich glaube, man kann auch süchtig werden. Oh, shit. Ist ja vielleicht ein kleiner Fehler, hier anzugehen. Kevin? You've got a problem over here, Kevin. Okay. I need Buffjet. Ja! Oh yeah! Pa 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 pa! Haha, ist das geil. Okay. Boah! Das ist ja dermaßen sick. Das hätte ich mal früher machen müssen. Holla die Waldfee. Ach du Scheiße. Ach ja, Granaten haben wir auch noch ultra viele. Da sollten wir auch ein bisschen was verbrauchen. Die wiegen nämlich auch, glaube ich, immer. Oh, shit. 0,5 Kilo, glaube ich. Komm. Ach nein. Okay, ich hab Kevin jetzt ziemlich gebeutelt. Ach du Keki. Aber das passt schon. Kevin hält einiges aus. Komm, Kevin, wir müssen jetzt losgehen. Wir müssen jetzt helfen. Die Leute schießen sich da einen Wolf. Hab ich schon, ne? Ja. Okay, ran. An den Speckes. Okay. Einmal noch richtig speichern. Halt, nein. Hallo? Naja, okay. Überschreib halt einen nicht vorhandenen Slot. Mach das. Verdammt! So. What the fuck? Die haben schon keine Beine mehr. Boah, ich habe keine AP mehr. Oh shit, irgendwie chillen die, ne? Boys and Girls. Hallo, ich bin die Bruderschaft. Gut, er ist wieder am Start. Ich räume jetzt schon mal die Gule aus. Schalala. Was gibt's denn hier zu tun? Oh fuck. Oh, wir haben fast keine Muni mehr. Okay. Alles was die falsche. Au. Scheiße. Brauch hier ein größeres Magazin für das Ding. Ba, 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 wow. Verdammt. Ich will ihn nicht anschießen. Ich hab Schiss, dass er mich dann ultra hasst. Der Dance. Wir haben vielleicht ein Problem. Okay, ja. Glaube ich auch. Mach du mal weiter. Oh shit, das sind echt viele. Komm, ich hol meine Lenk. Boom. Gleisbolzen. Oh shit. Okay, Kevin bekommt so auf die Nuss. Au. Ah, fuck. Oh mein Gott, ich habe sowas von nicht auf die verschissene Lebensanzeige geguckt. Ach. Okay, gut. Das ist jetzt echt bitter. Da muss ich jetzt doch direkt gescheit ran. Nicht die ganzen Leute looten, sondern erstmal ein bisschen Action machen. Ach, fick die Wurst, ey. Das ist doch jetzt nicht bei echt passiert.
So, ich bin da. Okay, keine. Oh mein Gott, der erste Schuss ist einfach voll daneben. So. Fuck. Wo kommen sie alle her, ha? Was ist denn hier los? Achso, da hinten liegt noch einer drauf. Hörst du das? Ja, ich hör's. Oh shit, das ist vielleicht ein bisschen kacke. Meine Ohren, what the fuck? Hat er eben meine Ohren gesagt? Warum bin ich jetzt eigentlich überladen? Was ist hier los? Oh scheiße. Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Warum bin ich jetzt? Ich habe doch nichts aufgehoben. Warum bin ich gekrippelt oder was? Wir nehmen unsere Köterkeulen. Oh. Ja, die Waffe ist ja richtig sick. Ich habe viel zu tun, jetzt ist die Schrott von der Liste geil. Oh Gott, ich komme gar nicht hier raus. Scheiße. Ja, Kevin, schön, dass du auch mal hilfst. Ich bin ultra gecrippelt in den Beinen. Ja, keine Gnade, da sagst du was. Au. Nein, 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 nein. Kommt her. Dance, nicht im Weg rumstehen. Du kleine Kacknase. Uah. Was für ein widerliches Face. Und der letzte Schuss. Wir sind so. Für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Versuche zu überleben. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Alter. Also, wo kommst du her? Ich hab mich total anpisst, ey. Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault-Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ja, moin. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Wir brauchen Verbündete, keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Okay, du Fickgesicht. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Ja, komm. Lass uns keine Zeit verlieren. Wunderbar. Alles klar. Dann können wir jetzt mal aufsammeln. So, ich wusste es mittlerweile. Heilt sich unsere Krüppelung von alleine. Das finde ich ein bisschen bescheuert, aber naja. So ist es halt wie im echten Leben, wisst ihr, wie der Hasen läuft. Dogmeat, nicht da rumlaufen, wo ich aufhebe, du Sack. Möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. So. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und okay, das schien jetzt irgendwie gerade eben nicht so viele gewesen zu sein wie vorhin. Die ganzen Ghule. Okay, großer. Oh shit. Ja, die sind ordentlich gekrippelt hier. So. Okay. Natürlich speichern und hier oben noch alles abgammeln und natürlich auch die Quests aktualisieren. Daten. So. Jetzt kommen wir nämlich ein bisschen weiter in der... Oh. Ritter Kane. Shit. Hier oben liegt auch noch jemand rum. Alles klar. Na, da noch. Genau. Was? Kevin, was? Ja? Was ist los? Ja, bitte. Ich weiß nicht genau, was er... Ich glaube, Kevin... Oh,
Ne, da hat nix. Okay. Gehen wir mal direkt rein in die Geschichte. Bringst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch. Einsatz gelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Tja, Fräulein, es ist nicht leicht bei den Rittern der Bruderschaft. Die sind schon echt krass drauf. Nice Klebeband, noch mehr Klebeband. Ich hebe jetzt hier auch wieder nicht alles auf, sondern werde den Ort auch dann säubern, wenn es soweit ist. Also wenn wir wirklich leergeräumt sind und hier alles leerräumen können, damit wir viel bauen können. Im Moment brauchen wir, glaube ich, nichts dringend. Oh, da haben wir einen Computer. So, Doing. 0. James. James 2, okay. Jawollo. Okay, diese Aufzeichnung werde ich jetzt nicht vorlesen, wegen meiner Stimme und sowas. Ich mach's euch kurz auf, wir lesen es einfach für uns wieder durch. Ich muss das später den Stream noch durchhalten, wisst ihr? Bescheid. Alles klar. Einfach nur ein paar Fälle. Die Falldaten dazu. Na, Hundefutter. Nein, Kevin, du bekommst kein Hundefutter. Du bist einfach zu okay, wir sind so rumgekommen. Hier ist halt echt viel zu holen. Das ist ja immerhin eine Polizeistation, ein Revier. Kevin, nein. Oh yeah, hier ist echt viel Schotter. Da geht's in den Fuhrpark. Ich glaube, der ist auch von außen begehbar. Das heißt, da gehen wir erstmal nicht durch. Zigarrenkiste, aha. Ah, not safe. Kevin, I need your help. Jawollo. Fast mit einem Mal, Leute, total easy peasy, lemon squeezy. Und Jacques Chirac, what the fuck? Hey. So, jetzt aber. Voilà. Und wegen der ist nichts Geiles drin. Ein dünnes Becherglas. Wow. Das ist wirklich was. Nach sowas sucht man auch gerne mal das ganze Ödland ab. Komm, ich nehme es halt mal mit. Dünnes Becherglas. Ich glaube, es geht los. This is so thin. Das ist ein Pümpel. Der ist eigentlich für Kevin, der Pümpel. Wie voll sind wir denn gerade? Ach ja, da können wir eigentlich direkt... Achso, halt, hier in der Mitte habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ja, da drüben Warum ist noch ein PC. Stehst du hier rum, als hättest du nicht... Und hier ist das gleiche nochmal, ne? Also einfach, jeder liest für sich.
Die haben echt viele Leute verloren hier, die Boys. Alles klar. Der letzte Eintrag. Achso, die Einträge zu den Leuten halt eben, ne? Verstorben. Aktiv. Verstorben. 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 Und aktiv. Ja. Zu tun. Paladin Dance wartet auf dich. Okay. Ist ja schon gut. Entschuldigung? Ich hocke hier schon zu lange rum. Ich will endlich mal wieder ins Gefecht. Gerade eben warst du angeschossen draußen, verblutend gelegen, du Laberbirne. Was du solltest dich besser beeilen. Okay. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Alles klar. Paladin Dance. Bist du bereit? Ja, dreh dich bitte zu mir um, wenn du mit mir sprichst. Das zeigt. Bereit. Wunderbar. Folge mir. Versuche nicht zurückzufallen. Okay. Habt ihr die krasse Animation gesehen, wie er seinen verschissenen Helm aufgezogen hat? Der Kerl ist ein richtiger Boy. Aber ich hoffe wirklich, ach, dass scheiße. Genug überleben. Wenn die CPU-Leute durchgehen, kann man nicht direkt hinterher. Das ist vielleicht ein Krampf. Nala. So, 80 Jahre Ladebildschirm. Wissen wir ja schon, dass das hier am PC genauso ist wie auf der Konsole. Bin gespannt, wie später läuft im Stream. Ob meine Stimme durchgehend hält. Wahrscheinlich renne ich die ganze Zeit aufs Klo, weil ich so viel trinke. Aber naja, so ist es halt im Leben, reicht. Mal gewinnst du, mal bist du halt auf dem Klo die ganze Zeit, ist nicht schlimm. Solange der Stream gut läuft, ne? Läuft's. Boom. So, Dance, ich bin hinter dir. Aber erst muss ich was essen, Dance. Ech, Häsel am Stiel. Hundefutter in der Dose esse ich jetzt nicht. Leguan am Stoil und fertig. Wir nehmen diese Gasse. Jawohl. Aber wo lang, Dance? Arkjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Okay. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Alles klar. Aber du kommst... Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Gut. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit... Er hat einen geilen Helm. ...und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Was? Also müssen wir der Sache nachgehen. Was ist denn hier abgegangen, Leute? Schaut euch das mal an. Hier ist ja alles voll. Überall Leichen, Plünderer und Ghule. Okay, wartet. Sind sich jetzt kurz an den geilen Hut. Oh, sick, dude. This is so sick. What the fuck? Okay. Paladin Dance, du wirst es nicht glauben, aber da vorne ist ein Gegner. Ich kann sowas perfekt sehen, du eher nicht, weil du dumm bist. Ah, atmet man halt hier. Bitch. Im Moment habe ich die Mod noch nicht installiert. Wo die Schüsse so krass okay. Weißt du, die denken, dass es einer von ihnen war. Mein Atem kann nicht mehr angehalten werden. Oh, ganz viele Bunker. Aber trotzdem gehe ich erstmal ran hier. Au. Molly in die Pisse einfach. Ja. Da hinten dran Schilder, ne? Sind die alle weg? Sind die alle tot? Ajo.
Sowas hasse ich, dass die Figuren dann nicht weiterlaufen. Klar, ich will nicht, dass er wegrennt, wenn ich irgendwie hinter ihm bin. Aber nach vorne hin sollte echt, sollte der Abstand nicht so wichtig sein, wenn man nach vorne hin wegläuft. Also voranläuft. Dann sollte die CPU einfach weiterlaufen. Okay, niemand ist in den Bunkern drin. Wollt ihr mich verjuckeln? Aber ich will, was Caesar habe. Komm. Come on. Come on, yeah. Kind, du. Na, es sieht echt ultra gut aus, das Teil da oben. Alles andere ist verschimmelt, aber das. So, so. This been me right round. Das sieht echt ungesund aus. Halt. Haarklammern. Jawoll. Was haben wir hier drin? Haarklammern. Okay, Dance, wir können weiter. Jetzt geh. Naja, das war jetzt irgendwie. Das sind doch aber alles. Was sind das? Raider oder Plünderer? Raider Abschaum. Abschaum steht extra mit dabei. Oh, Karawanenwache. Ach du Scheiße. Hab ich ne. Oh fuck. Das ist ja war ich, ne? Ich glaube, ich habe hier ein bisschen dumm Zeug gemacht, aber wahrscheinlich nicht allzu schlimm. Ich glaube, die hätte man nicht mehr retten können. Der Brahmin war ja schon tot. Das heißt, es hier war bereits von vornherein ein Los für die Karawane. Aber vielleicht hätte ich auch jemanden retten können. Es ist ein bisschen bescheuert irgendwie. Ich hätte auch eine Karawanenwache aus Versehen totschießen können. Ich glaube, da muss ich nächstes Mal ein bisschen besser gucken. Stand da gerade schwerer Anzug. Ah, schwarzer Anzug, okay. Der Anzug ist schon sehr schwer hier. Er wiegt schon einiges. Ja, ich hoffe, das für euch ist nicht ultra tragisch hier mit meiner Erkältung, weil ich da auch einfach nicht so redselig bin natürlich. Es ist so ein bisschen unangenehm, so viel zu sprechen dann. Aber ich weiß, dass es nicht schlimm für euch ist. Ich meine, ihr seid ja auch mit dem Gameplay zufrieden, mit Kevin, der durch die Steine läuft und so, Ritter Dance, labert da die ganze Zeit. Also, es passt schon, ich weiß, es passt schon. Ich schalte mal auf die Mollys, da haben wir den. Oh. Da haben wir nämlich mehr davon. Nein, nein. Sehr gut. Jawohl, Dance. Lauf weiter, Dance. Halt, kann man hier was looten? Ja, obwohl, da wiegen wir noch wieder so viel. Was wiegen wir gerade? Okay, da ist echt noch Platz. Dang. Ich denke, das da oben ist Arc-Chat bereits. Oder etwa nicht? Wie sieht die jetzt? Dan sagt schon mal nichts. Da wären wir. Arc-Jet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Ja, nice, Mann. Können wir da einfach easy peasy nice schlappen. Warte, Dance. Oh, Level Up. Dance. Wir müssen erstmal alles untersuchen, hallo? Guck mal, hier ist ein Ventilator, Dance. Bist du verrückt? Also, was kann man doch nicht einfach liegen lassen. Okay, das war's, glaube ich, auch schon wieder. Hä, sind da keine Vorhäuschen oder so? Okay. Güllewasser. Naja. Leute, ich würde sagen, das passt da gerade. Machen wir hier einen gemütlichen Schnitt und es geht dann gleich weiter. Also für euch morgen und für mich wahrscheinlich auch erst morgen. Wegen der Voice und sowas. Ich will mich da jetzt nicht überstrapazieren und so. Ja, macht's gut. Ciao.